Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kurz zusammen mit dem Tyler. Und zwar, ich wollte euch meinen Maxi Cosi Cabrio Fix zeigen. Genau, den ich richtig toll finde. Und wie er halt so funktioniert und was er alles kann. Viel Spaß beim Video. Ihn ja so ein bisschen als Bettchen für den kleinen Tyler, dass er eben hier in der Nähe von meinem Bett schläft. Und jetzt tue ich einmal die ganzen Sachen von ihm raus. Und so sieht der Maxi Cosi Cabrio Fix eben aus. Ich zeige euch dann eben nachher auch den Tyler angeschnallt. Oder genau, so mache ich das heute. Und den Elias dann im Vergleich. Genau, also ist er komplett zu. Ich hoffe, ihr könnt ihn gut sehen. Ich stelle euch jetzt ein wenig zurück. So sieht er aus. Genau, er ist eigentlich noch fast wie neu. Das Einzige hier ist etwas die Farbe abgegangen und hier, aber sonst ist er quasi wie neu. Ich habe ihn eben gebraucht auf eBay gekauft. Wer das Video gesehen hat, weiß es. Genau, so sieht er aus. Ja gut, hier hat er noch ein paar Kratzer. Aber sonst ist der echt noch voll in Schuss. Ich vermute, ein paar Kratzer kamen auch von mir. Hier fehlt die eben auch ein bisschen. Genau. Hier an den Seiten gibt es diese hier. Links und rechts. Oh, jetzt habe ich euch verschubst. Die drückt ihr und dann geht das mal auf jeden Fall runter. Bis es einrastet. Komplett bis nach hinten. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich fange jetzt auf jeden Fall hinten. Hier ist ein Fach. Wieso auch immer diese Windel da drin ist. Die war da drin. Und die lasse ich da auch drin. Das ist ein Pampers Größe 2. Weiß ich, das ist irgendwie so ein Fach. Ach, jetzt weiß ich. Das ist hier. Da kann man die Bändel umfädeln. Da sieht man das ganze Zeug. Genau, machen wir wieder an. Hier an der Seite ist, oh Gott, das ist schwierig. Hier an der Seite ist quasi eine Anleitung, wie man das Kind richtig im Auto anschnallt. Hier ist eben die Variante mit diesem, mit dieser Base, die habe ich ja nicht. Brauche ich aber auch nicht. Ist ja nur ganz selten, dass ich den Baby selbst mit dem Auto mitnehme. Und dann kann ich das auch so machen. Genau, wichtig ist eben, dass ihr hier den Gurt reinmacht. Das hier drin steht hier ja. Schritt 2, diesen langen, den müsst ihr hier außen rum. Also ich gehe mal erst hin, schnall das so an. Dann spanne ich den hier so außen rum. Steht hier so zack, zack, außen rum. Und hier soll man den durch, damit der sitzt und nicht verrutschen kann. Damit es einfach bombenfest im Auto ist. Ne? Ja, wobei ich nehme ihn ja eher so als Bettwiege, wie auch immer. Genau, wenn man das hier wieder hoch möchte, kann man das so machen. Geht das wieder hoch, zack, klack, drin. Die kann man natürlich aushängen, wenn man das nicht möchte. Genau, und dann hinten wegmachen. Genau. Ich dachte sogar, das kann man aushängen. Habe ich aber nie gemacht, möchte ich auch nicht machen. Zack, wieder hin. Und dann zeige ich euch dann das Innenleben. Ich habe halt den Cabrio, den Maxi Cosi Cabrio Fix, weil ich diesen Quinisub
habe. Das heißt, ich kann ihn als Kinderwagen drauf machen. Jetzt aktuell hat er die Sitzverkleinerung drin. Ja, finde ich ganz gut. Dann sind die Kleinen nicht so verloren und sie sagen hier nicht so weg. Ich habe den auch noch nie draußen gehabt, weil ich nutze ihn ja eigentlich, wie gesagt, hauptsächlich für die Kleinen hier zu Hause. Und mit der Pia bin ich jetzt noch nie weggegangen. Da hatte ich dann den anderen Sitz, den habe ich aber nicht mehr. Der ist jetzt in so einem schönen beige-braun. Ich finde das sehr neutral und das hat mir eben anderen auch sehr gut gefallen. Die Sitzverkleinerung kommt quasi einmal mit diesem Ohrenschutz. Kann man eben auch komplett rausmachen. Und mit diesem Kissen hier unten. Und wenn das jetzt draußen wäre, dann könnte eben dort die Pia reinsitzen. Das zeige ich euch auch nachher mal, wie das theoretisch geht. Und dadurch, dass das... Ah, schaut. Jetzt weiß ich, für was die Löcher hier sind. Hier könnt hinten das umfädeln. Und daher kommt ihr von hinten hin. Dann könnt ihr das weiter runter machen. Eben dann passend für die Dinge, wo habe ich jetzt nicht eben... zu macht ihr das Ganze so. Zack, Dreipunktgurt. Und rein damit. Wenn das Kind sitzt, dann eben hier enger machen. Und dann sitzt das Kind. Dann könnt ihr hier so ziehen. Dann zieht es die oben weg. So kriegt ihr es wieder auf. Und wenn ihr hier unten doch hier drückt. Hä, ich dachte hier drücken. Der mich jetzt veräppeln. Bin ich durcheinander. Das ging doch immer. Ach, genau, hier drücken und hier ziehen. Verwirrt. Entschuldigung, habe ich euch schon wieder gekibbelt. Also wenn ihr hier drückt, dann könnt ihr die hier ziehen. Der bewegt sich ja gar nicht. Der ist fest. Sieht man ja unten. Habe ich eben gerade gesehen, der ist hier. Sieht man jetzt. Oh, sieht man nicht so. Sieht man daran. Genau. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, wir machen jetzt mal einmal kurz den Elias vielleicht rein. Der Teiler ist etwas klein. So ein Kind würde man auch wahrscheinlich nie mit nach Hause bekommen. Hier ist der kleine Mann. Schaut, er ist eher schon fast zu groß. Dann kann man die eben schön hier an den Hals machen, dass da nichts aufreißen, also einschneiden kann, ihn verletzen kann. Dann ist das hier so schön. Und dann sitzt er eben hier schön erhöht und klappt nicht so weg. Dann kann man den ziehen. Klar kann man das festmachen, aber ich mache das nicht so gern so mega fest. Ich möchte also bei einem echten Kind würde ich es wahrscheinlich fester machen, aber bei ihm einfach nicht, weil ich nicht möchte, dass die irgendwie reingequetscht werden und irgendwas, keine Ahnung, rausrutscht und so. Ja, so sieht er drin aus. Passt. Was mich ein bisschen jetzt stört, dass da mache ich dann immer eine Decke rein, ist hier hat er relativ viel Platz. Ich weiß nicht, ob da ein echtes Kind dann rumrutschen würde. Ich mache ja immer eine Decke hin und dann stopfe ich die ja links und rechts ein bisschen rein und dann ist er schön drinnen. Also wenn wir ihn da rausmachen, mache ich das so, zack. Und raus mit ihm. Und dann nimmt er das immer mit. Ein Würmchen, das immer mit. Aber jetzt zeige ich euch trotzdem noch, wie der Teiler drin aussieht. Ihr seht, er ist wirklich mini. Hier ist quasi
Mal müsste ich ihn ja bis hier hinziehen. Und dann ist er komplett weg. Also ich wüsste nicht, wie man ihn da mitnehmen soll. Also für ihn ist es definitiv zu klein. Das sieht man. Entweder eben hier, das ist ja viel zu weit oben. Würde ich ihn jetzt nach oben setzen, weiß ich nicht, würde er wahrscheinlich runterrutschen, wenn er ein echtes Kind wäre. Weil hier ist ja so viel Spielraum. Genau. Jetzt nehme ich ihn mal wieder raus. Und dann setze ich euch gleich nochmal die Pia rein, dass ihr das auch gesehen habt. Also, dafür müssen wir, wie gesagt, das hier ausbauen. Einfach zack raus. Zack raus. Die hier müssen wir wieder hinbauen. Das ist ja kein Problem. Irgendwie hattest du so ein paar Flecken, seht ihr das? Stört mich nicht. Der war ja quasi geschenkt. Also die haben auf jeden Fall einen Überbezug benutzt, das haben die mir gezeigt. Oder ja, Fotos davon gezeigt, den haben die nicht mehr gehabt. Die ich sonst gerne mitgenommen. Ich habe mir überlegt, ob ich mir mal einen nähe zum Schutz einfach. Habe bisher noch keine Zeit gefunden. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man das irgendwie noch wegmachen. Jedenfalls hole ich jetzt einmal kurz die Pia. Klar, bin ich mit ihr mal. So, sie hat mal wieder ihr, also aktuell mein Lieblingsoutfit an. Also sie passt auf jeden Fall gut rein. Ach ja. Ich brauche aber, glaube ich, noch etwas längere. Mal schnell drücken. Geht nicht mehr. Ah, okay, geht nicht mehr weiter. Aber es geht ja gut. Schaut mal. Ach, das wollten wir gerade nicht. Jetzt ist es nochmal ein bisschen lockerer geworden. Ich hätte immer noch mein Lieblingspulli an. Ich habe den ständig an. Ich ziehe ja gerade höchstens meinen Schlafanzug an und den wieder an. Ne? Also ich ziehe einen Schlafanzug an, um sie dann am nächsten Tag wieder umzuziehen. Wobei ich das auch schon wieder, ich glaube, 3 Tage nicht gemacht habe. Genau. Und so sieht sie eben aus. Sprich, sie passt auch sehr gut rein. Aber ich würde sagen, größer geht auch nicht mehr. Was vielleicht ein bisschen ist am Kopf, hat sie ein bisschen viel Spielraum. Aber ich denke mal, ein Kind in dem Alter hat seinen Kopf schon dementsprechend unter Kontrolle. Genau. Und sie geht dann auch wieder raus. Das heißt, man kann diesen Sitz ja, ich würde sagen, bis 1,5 nehmen. Und dann kann das Kind ja auch in einem normalen Buggy sitzen und in einem normalen Kindersitz dann fürs Auto. Ja, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen über diesen Maxi Cosi Cabrio Fix. Ich finde ihn toll. Ich werde ihn auch später benutzen. Genau, aber ich denke, fast alle Babyschalen, also diese Art von Babyschalen sind gut, weil sonst würden sie nicht gekauft werden und der TÜV würde es nicht durchlassen. Da muss halt jeder das für sich persönlich Gute empfinden. Ich fühle mich mit dem jetzt ganz wohl. Wobei ich den jetzt wahrscheinlich später nicht unbedingt mit dem Cabrio Fix nehmen würde, um einkaufen zu gehen, weil ich glaube, da liegt das Kind einfach zu lang in dieser komischen Stellung. Da würde ich dann einen Kinderwagen haben wollen, wo das Kind normal reinlegen kann. Das ist dann eher mal so schnell, wenn man wirklich nur so eine Viertelstunde oder so in den Laden hüpft und dann wieder heimfährt. Es quasi nur um schnell geht. Ist nicht für lange Trips. Das ist dann so dieses
kurze. Genau. Ich würde mich freuen über Kommentare und ja, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.